Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Sollte ich vielleicht nicht sagen, denn das wird keine richtige RimWorld-Folge, sondern eher eine Informationsfolge. Zumindest war das so geplant, denn eigentlich habe ich gar keine Zeit und bin auch ultra down, um aufzunehmen und wollte es eigentlich nicht. Aber es gibt viele Informationen, die ich teile, deswegen ich finde auch, okay, dann mache ich eine kurze Folge. Versuche so viel wie möglich da reinzupacken. Ich sehe schon, komm, ich schaff's sowieso nicht in der kurzen Zeit. Egal. Ich fange einfach an. Und zwar geht's um Informationen. Währenddessen gucken wir einfach, was gucken wir zu? Wir gucken einfach beiden Kolonien zu. Und hier ist wahrscheinlich am meisten los. Und ich fange einfach mal an. Also erstmal zu Carrion. Jugulias hat's direkt schon gesehen. Und zwar, Carrion habe ich alles schon fertig aufgenommen. Das heißt, ihr könnt gerne zwar Kommentare schreiben, aber ich kann nicht auf die Kommentare in Carrion eingehen. Deshalb gehe ich jetzt erstmal auf den einen Kommentar von dir ein, die Norm, die du bei Carrion geschrieben hast. Und zwar, was ist mit Hardspace Shipbreaker? Hardspace Shipbreaker ist erstmal vom Schirm, ich habe da jetzt 10 Folgen gemacht, ist erstmal weg, es ist aber nicht für immer weg. Und zwar habe ich im Moment halt überhaupt keine Zeit. Und da ich auch nicht so 100% so diese Bockstimmung habe auf das Spiel gerade, habe ich es halt erstmal auf Seite geschoben, bis ich entweder wieder Bock habe oder Zeit. Aber es kann jederzeit wieder kommen. Dann, wenn ich mal wieder Puffer habe, oder nochmal wieder Bock verspüre, kann es durchaus sein, dass wieder kommt. Aber es ist nicht vom Schirm. Ich hab's mir wieder zu dieser Hin- und Wieder-Kategorie, ne, wo man dann immer wieder mal zurückkommt. Denn im Moment sind auch viele Patches passiert, ne, also und je nachdem, ich glaube, es ist noch kein großer Patch, der irgendwie weltbewegend was verändert hat, aber da kommen wir auf jeden Fall wieder zurück. Also es ist nicht aus der Welt. Übrigens ist keines komplett 100% aus der Welt, denn ich habe Ordner angelegt, wo ich alle Thumbnails, also die Rohvorlagen und die Beschreibungen, die sind dann halt, ich habe Ordner, wo ich die speichere. Das heißt, selbst wenn mal wieder ein Projekt aus der Versehenheit, weil nochmal eine zweite Staffel kommt oder sowas, oder irgendwas anderes, kann ich immer mehr wieder die Vorlagen rückholen, die habe ich sozusagen gesaved. Das heißt, es kann jederzeit weitergehen mit Hardspace Shipbreaker. So viel dazu. Andererseits kommt heute, also für euch heute, für mich morgen, Grounded und Destroy All Humans ungefähr zur selben Zeit raus. Destroy All Humans werde ich wie Carrion und viele andere Spieler auch aufnehmen, mehrere Folgen am Stück und die hochladen so. Alter, der ist ja voll auf einem Schaf gelandet, aber ich glaube, der wäre tot. Ich meine, das ist auch tot, ne? Ja. Haben wir wieder keinen Strom. Tatsächlich. Der ist noch nicht komplett durch. Wo war ich? Ach so. Ja, ich kann es nicht versprechen, denn morgen habe ich auch Frühschicht und Frühschicht macht mich immer ultra fertig. Also ich kann es nicht versprechen, dass direkt ich morgen es schaffe aufzunehmen. Destroy All Humans würde ich wieder mehreres am Stück machen. Grounded bin ich mir tatsächlich nicht sicher, weil Grounded kann man auch wieder bauen. Da werde ich vielleicht so ein Semi wieder probieren, dass ich dann vielleicht zwei oder eine Folge aufnehme. Oder ein, zwei Folgen aufnehme. Dann, wenn zu der ersten Folge Kommentare kommen, dann wieder eine Folge aufnehmen. Und dann habe ich sozusagen immer einen Tag Puffer.
Ich muss es mal gucken, oder ob ich da auch mehrere am Stück aufnehme, da bin ich mir noch nicht sicher. Da kannst du mir aber gern mal, die Norm wirst du ja wahrscheinlich dann mal reinschnuppern. Kannst du mir gern sagen, wie du das gern hättest bei Grounded? Weil Grounded kann man ja auch bauen. Na, ob du dann lieber wieder gucken willst oder ob du dann auch wieder mitbestimmen willst. Nur auch wieder was mitbestimmen willst oder ob du das spontan entscheiden willst. Wäre nur gut, wenn ich das so vorher irgendwie wissen will. So, dann hast du irgendwann mal einen Kommentar zum Schloss geschrieben, auf den ich nicht eingegangen bin, weil er zu spät kam. Erinnere mich nochmal dran, dass ich das nicht vergesse oder kopiere ihn einfach, wie du willst. Ansonsten erinnere mich nochmal, falls ich es wieder vergesse, dann steht es aber auf jeden Fall in der Folge hier drin, dass ich es nicht vergesse. Ich guck mal, vielleicht kann ich ja doch ein paar Sachen machen, weil ihr habt in der letzten auch wieder sehr viele Kommentare geschrieben. So, ich habe auch schon überlegt, weil ich tatsächlich wenig Zeit habe, manche Sachen in den Urlaub zu schieben, aber das würde ich ungern machen, weil der ist noch so weit weg. Und ich würde halt schon gern direkt die Sachen spielen. Ja, so viel dazu. Oh. Na komm. Die war doch fertig, oder? Gucken wir einfach nochmal. Ob die tatsächlich fertig sind. Sieht auf jeden Fall fertig aus. Dabei müssen wir doch Stahl rüberschicken. Ja, wir spielen extra im Slow-Mo, weil ich will eigentlich nicht, dass so viel passiert, wenn ich jetzt eigentlich nichts mache. Ist hier irgendwie komplett der Strom weg? Was denn hier passiert? Was ist da passiert? Ich will hier eigentlich keine Lücke machen. Aber es zeigt mir, ich brauche einen Notfallplan. Und hier komme ich leider nicht drüber. Hier schon. So, wo waren wir stehen geblieben? Achso, wegen dem Kommentar, ja. Ich glaube, ich habe noch was anderes, was ich sagen wollte, jetzt vergessen. Naja, ich weiß. Okay, dann versuchen wir jetzt mal schnell auf die Kommentare einzugehen. Vielleicht schaffen wir die noch. Was tust du? Ich rede natürlich von der Stelle, wo wir die gesamten letzten zwei Folgen dann gearbeitet haben. Also die vier Schiefersäulen oben bitte wieder hinbauen und dann bei den anderen beiden Doppeltüren entfernen. Aber du hast doch in deinem Kommentar geschrieben, wo hier sind ja auch vier Schiefersäulen. Jetzt habe ich natürlich abgelenkt. Wo waren denn die Dinger? Keine Ahnung. Weil hier vier Schiefersäulen waren, dachte ich die vier Schiefersäulen, aber dann waren sie hier. Also das heißt, ich soll die vier Schiefersäulen wegmachen.
und hier die Dinger hinmachen. Okay. Jetzt machen wir doch mal einen Speedy. Oder eher normal. Ja, hier muss jetzt mal gearbeitet werden. So. Bald gibt's massig Robos, ja. Ein Kommentar von Jugulias. Ich kann das auch gut, wenn man Hunger hat und einfach keine Lust hat oder zu faul ist, was zu essen. Jetzt, wo du es sagst, habe ich auch wieder Hunger, ey. Scheiße. Komm, machen wir wieder erstmal alle Jugulias Kommentare. Aber wobei, der hat so viele. Machen wir wieder abwechseln. Also wieder die Norm. Scheiße, einmal mehr anzeigen. So, sich als Mensch Dinge anzuschauen ist genauso wenig illegal wie das Konsumieren von Drogen. Der Besitz von Drogen ist illegal und das Verbreiten urheberrechtsgeschützten Materials. Aber die haben die nicht jetzt letztens gesagt, dass auch Schauen dieser illegalen oder Öffnen dieser illegalen Streams, die man dann schaut, auch illegal ist? Haben die da nicht so eine Änderung gehabt, was sonst immer eine Grauzone war? Wäre auch noch schöner, wenn Großkonzerne oder Regierungen darüber bestimmen dürften, wo wir hingucken und was wir mit unseren eigenen Köpfen anstellen dürfen. Schon ein bisschen widerlich, wie die Content-Mafia den Großteil der Bevölkerung dazu gebracht hat, zu glauben, dass die Dinge anschauen etwas Kriminelles sein könnte. Also ich meine, dass da tatsächlich ein EU-Dingens Beschluss war. Oder irgendwie sowas. Dass jetzt auch Gucken solcher Sachen rechtswidrig ist. Der wirbt Stoff. Der Recharge abgelehnt. Rechargen ist von Noobs. So. Aber keine Ahnung. Kann gerade auch nicht denken. Bin zu fertig. Bist gerade nicht auf meinen Räume fürs Schloss-Kommentar eingegangen. Kam wahrscheinlich zu spät. Ja, genau. Ich habe aufgenommen und dann später irgendwann habe ich gesehen, dass da noch einer war. Der dann auf einmal vorher nicht da war. Jetzt habe ich nicht die Zeit dafür, den einzugehen. Also schreib einfach nochmal, entweder kopierst du den einfach oder sag einen nach Erinnerungen oder sowas. Ich hoffe, ich erinnere mich dann, wenn du Erinnerungen schreibst. Genauso wie auf den Kreuzkommentar werde ich jetzt auch nicht eingehen, glaube ich. Denn ich kann im Moment nicht denken und ja. Nochmal ein Jugulias-Kommentar, da muss man nicht denken. Ja, ich verstehe nur nicht, warum der Bildschirm von den Vitalmonitoren zur Wand schauen muss. Kann der nicht einfach quasi an der Wand stehen und in den Raum schauen? Da kommt man gut hin. Okay, vielleicht muss man doch denken, weil das check ich nicht. Also, ist es scheißegal, wo dieser scheiß Monitor steht. Was aber wichtig ist, dass diese beiden Monitore nur Deko sind. Denn... Hallo? Denn hier, das ist alles irrelevant. Effektiv wird er erst, wenn der ein Feld weg ist. Siehst du den Strich? Den sieht man schlecht, ich weiß. Aber da ist so ein kleiner Strich vom Bett aus. Der folgt dem Teil. Guck mal, hier sehe ich zum Beispiel keinen mehr. Aber hier ist er. So, und ich meine, dass hier unten auch einer war. Jetzt bin ich mir aber nicht mehr sicher. Jetzt muss ich nochmal wegstellen. Toll. So, das heißt, ob die jetzt hier stehen oder hier, ist jetzt kackegal. Ich habe das jetzt so gemacht, weil hier sieht
Hier sieht es tatsächlich aus wie Schlitze, so Lüftungsschlitze, aber hier sieht es aus wie, wie ein Bedienfeld. Deswegen habe ich das jetzt hier gestellt, dass man theoretisch hier, kannst du hier hintergehen, bedienen und hast auf der anderen Seite die Anzeige. So habe ich das jetzt gemacht. Ob das jetzt da steht oder woanders, das ist eigentlich komplett egal, weil die eh keinen Nutzen haben. So, jetzt siehst du den sogar andersrum. Aber das sieht jetzt genauso aus wie da. Oder ich... Jetzt bin ich total verwirrt. Ah, guck mal. Ja. Unten funktioniert auch. Hier funktioniert tatsächlich auch die Schräge. Also hat die andere Seite gar keine Dings. Okay. Dann machen wir das aber trotzdem so, auch wenn jetzt die Seite tatsächlich gar keine andere Seite hat, außer Lüftungsschlitze, wie wir jetzt hier sehen, da, außer das soll ein Bild sein, ich habe keine Ahnung. Interessanterweise geht jetzt aber unten nicht nur noch an der Seite. Wir werden den trotzdem drehen, denn wir roleplayen den jetzt, dass hier ein Eingabefeld ist und hier ein Bildschirm, der da eigentlich gar nicht ist. Wir tun aber jetzt so, als wäre das so. Und die auch. Die sind jetzt eigentlich alle falsch rum. Egal. Wir roleplayen das. Weil wir können so nicht beweisen, dass da kein Bildschirm ist. Hier sieht man es zwar schon, aber so stehen die halt nicht. So. Also. Ja, Zucker ist auch ein Suchtmittel, ja. Und wenn man, wenn du mal drauf achtest, bekommst du fast gar keine Nahrungsmittel, wo kein Zucker drin ist, ja. Und das ist in Deutschland besonders schlimm, weil wir irgendwie keine Richtlinie haben, während in allen anderen Ländern gibt es Richtlinien, keine Ahnung. Ich weiß nicht, oder unsere sind so hoch, dass man im Prinzip auch gar keine gebrauchen könnte. Also, keine Richtlinie. Irgendwie sowas war da. Gugulias hat geantwortet, ich habe mal irgendwo gelesen, dass man, dass Zucker mehr Leute auf dem Gewissen hat als andere als alle Drogen. Ja gut, das kann sein, da äußere ich mich jetzt zu nicht. So, jetzt kommen erstmal drei Gugulias Kommentare. Oh, das kann ich nur zu gut, dass man das liest, aber denkt, man versteht, was die sagen. Ich trinke auch nur Wasser und verzichte auch eigentlich auf alle Drogen, außer du zählst Zucker dazu. Ja, Zucker und Koffein, ne? Ja, mein Problem ist das, was ich esse, wenn mir langweilig ist. Und mir ist oft langweilig. Ja, gut, dann ist es Kacke. Wenn du isst das aus Langeweile, dann bist du bestimmt fett. So ein richtiger Ball, so. Aus Langeweile essen ist nie gut. So. Bei den Vitalmonitoren sind doch beide eindeutig Lüftungsschlitze auf der Rückseite. Ja. Genau, sehe ich genauso. Ja, okay, 5 Euro, jetzt auch wieder, das war jetzt ein Demon-Kommentar, jetzt kommen wieder Julius-Kommentare. Ja, okay, 5 Euro für so ein Anime ist nicht schlecht. Ja, tatsächlich habe ich sogar jetzt kostenlos da SAO komplett kostenlos da. Jetzt außer der Film, Bronze Premium. Und hast halt die nervige Werbung. Ich habe jetzt geguckt, wenn Bleach da wäre, also alles von Bleach, hätte ich es ausgegeben. Aber Bleach ist leider nicht auf Wakanim. Ja, jetzt muss ich eh warten, ne? Ich habe jetzt alles durchgesuchtet von SAO. Jetzt bin ich so weit wie die koreanische, wie die japanische Ausstrahlung. Das heißt, ich warte tatsächlich auf die nächste japanische Ausstrahlung, weil dann wird die im Simulcast bei Wakanim wird die dann, also die wird auch direkt da sein. Problem ist, ich habe dann kein Premium, das heißt, ich muss eine Woche warten, das heißt,
bin sozusagen eine Folge hinter der Originalausstrahlung. Immer. Ich verstehe nicht, warum müssen die das eigentlich wöchentlich machen? Sollen sie doch... Weißt du, wenn da jetzt alle wären, ne? Hätte ich mir alle gekauft. Hätte ich jetzt ausgegeben, hätte ich alle gehabt. Aber das machen sie nicht, ne? Dann kommt dann jede Woche eine doofe Folge. Hätten sie es so gemacht, kannst du direkt alle kaufen. Kaufst du alle. Wobei, dann gucken bestimmt wieder viele illegal, ne? So Jugulierze. Egal, weiter geht's. Uff, durchmachen geht bei mir gerade nicht, weil ich, wenn ich zu wenig Schlaf habe, mega leicht reizbar bin. Halt lang und viel Schläfer. Ich schlafe eigentlich auch lang und oft und bin aber trotzdem immer irgendwie gereizt. Das liegt aber eher, weil ich halt ultra Urlaubs nötig habe eigentlich. Aber wenn ich Urlaub habe, mache ich auch keinen Urlaub. Das heißt, ich bin eigentlich urlaubsreif. Und deshalb auch teilweise sehr stark reizbar. Aber ich halte das ziemlich stark unter Kontrolle. Also ich habe das schon so ein bisschen... Manchmal platzt es einfach raus, da kann ich es einfach nicht mehr. Ne, dann bin ich halt gereizt und pissig. Aber ich halte das schon ziemlich zurück, was auch nicht gut ist. Ne, irgendwann... So, darauf hast du selber geantwortet. Aber wenn mich mal ein Game packt und ich das mit dem Kumpel zock, dann kann das schon mal passieren, dass plötzlich 10 Uhr vormittags ist. Ja. Ja, darauf zum Thema, meint Dino, Burnout, Vorsicht. Kann sein, ich habe schon vieles gehört. Burnout, Depression, Introvertiertheit passt teilweise auch. Wobei, da spricht auch vieles dagegen. Also das glaube ich ja nicht. Vielleicht teilweise, keine Ahnung. Es spricht ein paar Sachen dafür, ein paar Sachen aber auch dagegen. Zum Beispiel Burnout, ja gut, wie äußert sich das aus, wie sieht es komplett aus, kann ich auch nicht zu sagen. Kann sein. Aber auf der Arbeit mache ich alles und auch alles noch zu 100% und vielleicht sogar noch mehr. Also auf Arbeit bringe ich immer noch die Leistung wie immer eigentlich. Mindestens. Deswegen weiß nicht. Depressionen würde ich auch eher ausschließen. Ne, vielleicht habe ich irgendwie chronologische, teilweise. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch alles und weiß es einfach nicht. Ach, ich weiß jetzt nicht. Eigentlich geht es mir ja gut, ne? Aber manchmal habe ich einfach keinen Bock. Jetzt durch Corona, kann natürlich auch an Corona jetzt teilweise liegen, weil durch Corona habe ich ein bisschen mich gehen lassen. Na, weil seitdem ich irgendwie gewusst habe, ich kriege spontan keinen Besuch mehr. So sieht auch mein Haus aus, kann man sagen, ja. Also so sieht es da jetzt auch aus, ne, dass ich auf jeden Fall nicht mit Besuch rechne. Aber jetzt steigt es mir langsam zum Kopf. So langsam kommen aber wieder Besuch. Und jetzt bereue ich das, dass ich das ein bisschen gehen lassen habe und weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ne? Und dann denke ich mir so, oh Scheiße, was machst du denn jetzt? Was machst du jetzt? Also es wird immer mehr und immer mehr und das wird langsam sehr überfordernd. So, egal, machen wir weiter im Text. Denn jetzt kriege ich auch langsam Kopfschmerzen, ey, Scheiße. Muss ich hinlegen. Ich kann auch gar nicht mehr richtig denken. Ich plappe einfach nur noch vor mich her. Ohne denken. Also ich rede einfach noch nur ohne denken. Das heißt, ich könnte alles aus mir rausblabbern, was ich gar nicht gerade sagen will. So, weißt du? Und ich höre schon selber, wie ich gar nicht mehr richtig reden kann. Oder wie schon Sätze entstehen, die ich sage, die ich aber eigentlich gar nicht so denke, die ich sage. Anderen Wörtern und falschen. Egal. Bei dem Text gibt noch 3 Kommentare. Es gibt Menschen, die essen eine Woche lang gar nichts. Warte mal. Gab es da ein Wort dafür? Irgendwas Altes, über Jahrhunderte praktiziert. Relik. Soll wohl gesund sein. Keine Ahnung. Hab noch nie probiert. Meinst du Fasten? Also... Die eine Woche lang gar nichts essen ist wirklich sehr ungesund.
Und danach baust du ja auch dann, wenn der Körper mal wieder Nahrung kriegt, ultra viel Fett an. Dann wirst du ja ultra fett. Weil dann denkt dein Körper aber, okay, du hast so lange nichts zu essen bekommen, jetzt muss ich unbedingt Reserven aufbauen. Also das halte ich für extrem ungesund. Fasten, bin ich jetzt auch kein Fan von. Ich habe echt keine Ahnung, was Fasten ist. Ich kenne mich tatsächlich eher, ist das Ramadan? Keine Ahnung, das, aber das Muslimische, da ich ein paar Kumpels habe, die das immer machen. Und auch wirklich immer, die dann halt nur abends essen. Ne? Die essen dann halt immer nur abends. Ich glaube, die trinken sogar nichts, ne? Also ich bin da ja kein Experte drin, ne? Also verstehe mich nicht falsch. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass sie nur abends essen, immer so nach 9 oder sowas. Die haben wohl auch bestimmte Uhrzeiten, die denen dann vorgegeben wird, ab wann sie dann essen dürfen. Die können auch unterschiedlich sein, aber wie gesagt, ich bin da kein Experte, also kann auch Blödsinn sein, was ich erzähle. Und das finde ich dann doch interessant. Wobei ich das mit dem Trinken selber für auch nicht so cool halte, aber da gewöhnt man sich wohl dran. Habe ich mir sagen lassen. Aber auch, da ist es aber auch so, ne? Wenn halt nicht geht, dann geht nicht. Ne? Oder auch wenn man hart arbeiten muss, gibt es glaube ich auch Ausnahmen oder sowas. Weil die Gesundheit hat natürlich da auch Vorrang. Aber ich meine tatsächlich, würde ich jetzt bei sowas nie mitmachen, denn theoretisch ist das bei mir teilweise eh immer so, dass wenn ich nur einmal am Tag esse, das meistens abends ist. Aber trinken tue ich halt, wenn ich Durst habe. Ja. So, machen wir letzten Kommentar. Fangen wir mit dem oberen Plus an, dann kannst du nämlich einen Sumpf bis ganz nach oben nutzen. Könnte sogar vielleicht 3 Fette werden, obwohl die Variante mit dem Baby Plus gefällt mir auch. Aber es müsste mehr sein. Ich habe mich gefühlt angehört wie so ein Besoffener, ne? Ja, wo bleiben denn hier die Trägerfuzzis? Ja, jetzt gibt's auf jeden Fall Stoff. Wir brauchen definitiv mehr Träger. Wo bringst du die hin? Na, jetzt wurde hier schon Stoff hingelagert. Wichtig. Machen wir kritisch. Lass uns alle so einrangen. So, mit dem Plusen. Ich kann nicht denken. Fang mal mit dem oberen Plus an. Dann kannst du nämlich den Sumpf bis nach ganz oben nutzen. Also ich soll die jetzt nochmal wegmachen hier. Und dann mit dem hier anfangen. So, der geht hier auf jeden Fall bis 7. Wie kriege ich einen 10er hin? Also 4. Was ist, wenn ich einen tiefer mache? Also ich habe jetzt hier einen 7er. Hier kriege ich einen 8er hin.
passt nicht. Das ist kein richtiges Plus mehr. Das ist ein Kreuz. Das sähe dann so aus. So, wenn wir hier einen Zehner machen. Hier passt nur ein Zweier hin. Müssten wir höher machen. Höher geht nicht, weil wir hier haben. Boah, nee. Das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.